Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Knights and Dragons German. Wir haben ja bei der letzten Folge ein paar Rüstungen fusioniert. Ein paar ist vielleicht auch noch untertrieben. Und ich habe mich ja dann dafür entschlossen, das Fusionieren dann langsam einzustellen, um unter anderem die ganzen 2-Sterne-Rüstungen hier noch in die Epics mit reinpowern zu können. Und was ich auf jeden Fall erstmal hochpowern möchte, ist natürlich die Dragonborn Aegis. Und da gucken wir jetzt mal. Da können wir Wasser und Mystik gebrauchen. Dann gehen wir hier mal auf Feuer und Mystik, Entschuldigung. Und machen hier erstmal die kleinen Rüstungen rein. Dazu wieder der Hinweis, natürlich ist es sinnvoller, am Anfang kleinere Rüstungen zu verwenden, weil nachher das Fusionieren wesentlich mehr kostet. So, und wieder Feuer. Sehen wir jetzt gleich auch. Jetzt kostet es gerade mal 1200. Und später werdet ihr sehen, da sind wir bei 120.000. So. Und nochmal Feuer. Und dann Mystik. Mystik oder so ähnlich. Ja, prinzipiell werden wir trotzdem versuchen, die meisten Feuersachen erstmal zu verwenden. Ups. Weil wir wollen, also ich will noch versuchen, die Demoteus Rope hochzupowern. Da brauchen wir dann Luft und Mystik. Und dann hatte ich mir noch überlegt, dass wir gucken könnten, die Commodo Armor. Aber das, schauen wir dann mal. Wird auf jeden Fall wahrscheinlich wieder eine sehr lange Folge. Vielleicht nicht so spannend, weil es viel zu klicken ist. Aber ich erzähle dabei einfach mal einen Schwank aus meiner Jugend. Ist ja auch schon ewig her und dementsprechend, ja. Damals im Ferienlager. Ja, weiter weiß ich es nicht mehr, weil ich so alt bin, dass ich leider das vergessen habe. Nein. Hat ja super geklappt hier mit einer Rüstung, die ich angepeilt habe und einer Rüstung, die ich tatsächlich bekommen habe. Ich habe natürlich noch mehr Rüstungen angepeilt. Ich kann euch nur den Tipp geben, verzweifelt nicht, wenn es 10.000 Mal daneben geht. Glaubt mir, es gibt manche Aufnahmen, die habe ich gar nicht dann ausgestrahlt, weil im Endeffekt dabei halt nichts rumkam. Manchmal zeige ich dann halt doch die Aufnahme, wo auch nichts passiert, aber ganz oft denke ich mir halt, du kannst nicht hier den Leuten einfach nur zeigen, wie du aus 4-Sterne-Rüstungen 4-Sterne-Rüstung gemacht hast. Irgendwas habe ich jetzt gerade falsch gemacht. Ganz falsch. Das wäre es jetzt gewesen, so weg zu verfusionieren. Hey, da hätte ich mich ein bisschen geärgert. Und deswegen müsst ihr einfach halt wirklich dranbleiben am Ball. Wichtig ist halt erstmal überhaupt 3- und 4-Sterne-Rüstung bekommen, indem ihr sie herstellt von zum Beispiel den Epic Bossen, von zum Beispiel dem, wie nennt sich's, Kingdom of Darkness. Wenn ihr da die Epic Stage macht, dann bekommt ihr ja die ganzen Bauteile für die 3-Sterne-Rüstung von den jeweiligen Level-Bossen eigentlich. Also nicht nur vom letzten, sondern wirklich pro Level kriegt ihr da die Möglichkeit auf Bausteine für eine 3-Sterne-Rüstung. Und das ist, wenn man das oft genug hintereinander macht, natürlich die Möglichkeit schlechthin, sich da die Sachen zu besorgen, die man so braucht. So. Palim. Jetzt geht's gleich wieder ein bisschen besser voran. Mal gerade nochmal hier gucken. Weil hier würde ich trotzdem gerne die nicht Craftables lasse ich übrig. Für die Demoteus Rope. Und mache hier aber trotzdem mal die normalen rein. Bringen halt leider nicht so viele Erfahrungen, aber da muss man durch. Sind gerade mal 96. Vorhin waren wir auf 108, weil wir eine nicht craftable mit dabei hatten. Aber die war mit Feuer. So, jetzt sind wir über Level 20 gekommen, glaube ich. Genau. Daraufhin hat sich die Rüstung leicht verändert. So. Weil mir gerade auffällt, da ist ja auch Erde mit drin. Vielleicht sollte ich das für die Dings aufheben. Und erstmal weiter mit Feuer machen. Haben wir denn genug Feuer? Ja gut, da kommen dann die
Ach, das wird alles ziemlich knappelig. Ja, jetzt sind wir schon bei 7000. Uah, beinahe vom Stuhl gefallen. 7600 waren es, glaube ich, eben für die vier Rüstungen reinzuhauen. Vom Stuhl gefallen nicht deswegen, weil ich irgendwie leicht angetrunken bin, was ich sehr gerne wäre, aber leider nicht bin. Nein, Problem ist, bei meinem Bürostuhlsessel-Dingensbummens ist ein Roller ab, was mich jetzt nicht davon abhält, trotzdem drauf zu sitzen, aber wenn man sich genau in diese Richtung lehnt, weil man zum Beispiel, wie ich eben, eine Flasche umgeworfen hat, das interessiert euch wahrscheinlich gar nicht, aber ihr kriegt es trotzdem aus eurer erzählt. Ja, und dann fällt man halt beinahe mit dem Stuhl um, also man kippelt dann halt in die Richtung. Ah, jetzt sind wir schon bei 10.000. Ja. Und ich habe mich schon bei dem letzten Video gewundert, dass ich mich gar nicht so viel räuspern musste und gar nicht das Gefühl hatte, dass meine Kehle sich zuschnürt. Das kommt jetzt aber. Deswegen werde ich kurz was trinken, während das hier läuft. Verzeiht mir die kurze Unterbrechung. So. Ja, hat ja auch keinen Sinn, wenn ich euch jetzt was ins Ohr huste. Jetzt sind wir schon bei 16.000, also es steigt jetzt pro Fusion. Man sieht jetzt auch 200 Erfahrungspunkte, das ist auf jeden Fall schon mal eine Stange an Zeug, was da dazu kommt. Es wird nur halt knapp werden. Also wirklich eine Rüstung von 1 auf 99 bringen. Ich denke, das kann ich vergessen, dass ich da noch allzu viel hinterher mache, wenn ich überhaupt die Sache hier schaffe. Hätte ich vielleicht doch mit der Demotius anfangen sollen und die hier nur so weit machen sollen, wie ich es schaffe. Aber gut, wir gucken einfach mal. Verbessern. Da gehen sie hin, meine ganzen 2-Sterne-Rüstungen. Aber ich war sehr, sehr enttäuscht, auch von den Fusionen, die ich über die 2-Sterne-Rüstung gemacht habe. Und was bringen mir jetzt noch tausende von anderen Epics, die ich eventuell dann irgendwann mal hochleveln kann? Man hat es an den, wie nennen sie sich, Northerners gesehen. Da hatte ich dann irgendwann mal wirklich viel davon. Und dann ging es aber wirklich in einem Schlag, finde ich, ging es aber einmal ganz rasant, dass neue Epics, die Legendaries wurden aufgewertet und schwupp waren viele von den alten Epics wirklich ja für die Füße. Und das ist natürlich dann auch schade und muss man halt dann auch durch, ne? So. Ja, das ist echt ärgerlich. Ich dachte, ich komme hier weiter. Gucken, was wir noch an Mystik haben. Ja. Wenig bis gar nichts. Ja, super, das fällt mir jetzt erst auf, dass das ja auch praktisch die Mystik für die Demotius Rope wären. Hey. Naja, die Demotius Rope ist von den Werten her gut, aber sie hier ist natürlich wesentlich besser, deswegen sollten wir trotzdem probieren, die erstmal hochzukriegen. Ich bin nur am Überlegen, ob wir jetzt doch erstmal wieder auf die hier umsteigen. Ist natürlich jetzt von der Wirtschaftlichkeit her ein bisschen ungeschickt gewesen. Habt auch gesehen, ich habe hier oben, glaube ich, mit 6000 Epis Gold angefangen. Und jetzt sind wir doch wieder ein bisschen weiter unten. Ja. So. Gut, jetzt haben wir Level 50 geschafft. Wieder eine Veränderung im Schild gewesen. Normalerweise verändert sich dann auch die Waffe ein bisschen. Die sieht man ja jetzt hier beim Aufleveln nicht. Warum, weiß ich nicht. Finde ich eigentlich ein bisschen schade. Weil wenn, dann kann man auch die ganze Animation zeigen, aber jeder wie er es braucht. Interessant fand ich, wo praktisch die Rüstungen als in der Schildhand auch ein Schwert hatten, was dann hier rüber reichte, was zur Hälfte dann die ganzen Puppen da verdeckt hat, ja. Das sah auch immer sehr, sehr lustig aus. So, und wir sind immer noch nicht auf dem Level, wo die Demotius Rope jetzt schon ist.
Haben aber, denke ich, von den Werten her schon eingeholt. Da kann man dann nachher mal gleich gucken. Ich glaube, die war 56 vom Level. Mache jetzt hier noch die 7/8 Rüstungen rein. Und gucken dann einfach mal. So, die noch. Dann nehmen wir doch noch eine von den besseren zum Fusionieren. 54. So. Ja, das ist schon. Das ist eine Hausnummer, die Rüstung. Da freue ich mich. So, mal auf OK. Dann hier. So, die Demotius. Die ist sogar noch ein Level höher. Ist aber jetzt von den Werten. Also hier hat sie 5. Also nehmen wir einfach die Quersumme. Sind wir bei 27.000, 28.000. 68 und hier sind wir bei 64, 28.064. Okay, die sind sogar von den Werten her wahrscheinlich relativ gleich. Also sie wird jetzt leicht vorne liegen, wenn wir jetzt noch ein Level hochgehen. Aber die sind von den Werten her wirklich relativ gleich. Das hätte ich jetzt nicht so im Hinterkopf gehabt, muss ich gestehen. Aber da ich diese Elemente schon habe, in meiner Plus-Rüstung, die bei weitem höhere Endergebnisse hat als hier die Demotius Robe nicht Plus, ist mir trotzdem die Rüstung lieber und wichtiger, dass ich die hochpower. Ach, draufgepumpt. Bin froh, wenn ich die eine Sache auf 99 krieg. Das erinnert mich irgendwie an die Aufnahmen, wo ich dann versucht habe, Level 35 zu werden mit so manch einer Rüstung, wenn man das für die Quests gebraucht hat, wo ich mir dann auch streckenweise schwer getan habe, obwohl ich es eigentlich dachte, dass es relativ einfach wäre. Und ich denke so ab Level 60, 65, also ich hoffe, dass wir auf 65 kommen könnten, möchte ich dann halt auch gucken, dass ich dann die Fusionsboost benutze. Wobei da dann auch primär wieder die Feuerfusionsboosts. Jep. 69. Na gucken. Also 65 sollte gehen. Sollte man hinkriegen. 63, so. Ja toll. Danach sind sowieso Feuer- und Stückfusionsboosts angesagt. Da können wir jetzt noch die drei reinhauen. Also das mit der Demotius wird nichts mehr. Und hier möchte ich auch erstmal die Feuer verwenden. Die Rüstung wäre halt toll gewesen, die von Anfang an halt auch gegen den Kitsune zu benutzen. Oder die Kitsune. Weil dann wäre ich jetzt schon weiter. Hätte, wäre, wenn. Wir könnten theoretisch auch hier die Arme auf Infernal Lord benutzen. Die will ich mir aber aufheben, weil ich die Hoffnung habe, demnächst wieder ein paar 3-Sterne-Rüstungen zu bekommen. Und wer weiß, vielleicht klappt es ja wirklich irgendwann mal mit der Epic aus 3-Sterne-Rüstungen raus. Jetzt sind wir auf 73. Oh, das wird knapp. Andererseits, ich weiß gar nicht, was für Rüstungen jetzt wieder bei dem War dazukommen können. Aber es läppert sich ja doch immer irgendwie, ja. Also hier haben wir Luft, habe ich noch Erde auf jeden Fall viele. Es wird auf jeden Fall nicht reichen. Vielleicht werde ich mit Luft noch ein bisschen unterstützen. Die nehme ich dann halt auch wiederum der Demotius Rope weg. 85, ey. Das wird nix. Das ist ärgerlich. Und ich hatte echt gedacht, dass es einigermaßen klappen sollte. Hätte ich doch nicht so viele 2-Sterne-Rüstungen verfusionieren sollen. 90. Na gut, vielleicht wird's auch. Also Feuer sind wir jetzt raus. Dann haben wir hier noch die 10 Mystik. Und wie schaut's aus? 95. Na gut, da machen wir jetzt auf jeden Fall. Wir haben jetzt 5 Level.
machen wir auf jeden Fall nochmal alle diese hier. In der Hoffnung. Ach, 5 Level. Wir brauchen ja nur noch 4 Level. Okay, das war jetzt 720, hätten wir eben bekommen. Und jetzt hätte ich mir fast eine sparen können. Ja. 150 bringen die, also hätte man dann auch den Rest noch mit anderen Rüstungen. Gut, eine Rüstung praktisch, ja, nicht verschenkt, aber übertrieben. Aber jetzt haben wir eine schöne, schöne Rüstung. Und wir haben gesagt, wir gucken zumindest mal den Motius Rope. Was haben wir denn noch an Mystik da? Nichts. Genau, ich hau die jetzt rein. Und die. Ja, Luft. Die kleinen Rüstungen will ich eigentlich nicht da reinmachen. Wir machen auch diese hier nicht da rein. Weil wir Erde übrig lassen für die Dings. Wir fangen hier an mit dieser hier. Ist eigentlich auch noch zu klein, die Rüstung. Ab Level 50 sollte man schon mindestens 2 Sterne oder Bonuspunkte Dings Rüstung reinmachen. Also die praktisch nicht zu craften sind. Aber da ich jetzt auch hier einfach Platz haben will und wenigstens sind meine Rüstungen ja jetzt schon einiges zurückgegangen, mache ich das jetzt trotzdem. Und geldmäßig bin ich ja im Augenblick noch einigermaßen gut aufgestellt. Wer weiß, vielleicht schaffe ich es ja doch. Ich habe ja noch ein paar Luftfusionsboosts. Vielleicht klappt es ja. Wobei ich glaube, ich doch auch dann die Komodo ziemlich bald hoch haben möchte. Dass ich auch erdtechnisch noch ein bisschen abgesichert bin. Level 60. Ist halt schön, dass die schon so hoch war. Es wäre halt schön gewesen, wenn halt auch, wo dann, ich glaube, auch eine Level 53 oder was da war bei der Fusion rauskam, wenn da natürlich nochmal die gleiche Rüstung rausgekommen wäre. Das wäre natürlich toll gewesen. Die hätte ich jetzt im 0, nichts oben gehabt. Da hätte ich die zweite vielleicht noch hochgepowert. Da wäre ich früher Mystik-mäßig wäre ich auf jeden Fall abgesichert gewesen. Vor allen Dingen Mystik-mäßig. Ja, wenn man jetzt wirklich überlegt, mit der anderen Mystik N Plus, dann die beiden hochgepowert. Das wäre schon eine Sache gewesen. Oder jetzt auch mit den beiden Rüstungen, die ich jetzt hochpowere, plus der Plus-Rüstung, wenn da wirklich was kommt mit Erde. Ja, gut, wobei Erde ist halt dann wieder gegen Luft stark. Muss man ja auch sehen. Deswegen mag ich ja eigentlich Elemente, die nebeneinander liegen und nicht die auseinandergezogen sind. Aber fürs PvP ist es halt gut. Ja. So, da ist wieder Erde mit drin. Das wollen wir rauslassen, haben wir gesagt. Hier haben wir jetzt. Da ist auch Erde mit drin. Gucken wir dann mal, wie wir da weitermachen. Ob wir da weitermachen. Ja, Level 64. Na gut, wir haben jetzt noch hier die 17. Und am Anfang, wenn ihr keine Epics habt, die ihr hochlevelt, würde ich auf jeden Fall auch die 2-Sterne-Rüstung auch noch mit verfusionieren. Da hatte ich jetzt dieses Mal, wie gesagt, relativ Pech, aber wenn ihr wirklich zu Epics kommen wollt, dann die auf jeden Fall mit verfusionieren. 1-Sterne-Rüstung würde ich nicht verfusionieren. Das ist dann von der Wahrscheinlichkeit her einfach zu blöd. Beziehungsweise bis die dann zu einer 2-3-Sterne-Rüstung geworden ist und die dann wieder zu einer 4-Sterne-Rüstung oder zu einer Epic. Das ist einfach ein zu weiter Weg. Da sind zu viele negative Möglichkeiten mit drin. Aber bei einer 2-Sterne-Rüstung, also am Anfang habe ich die 2-Sterne-Rüstung nie verfüttert, sondern habe die immer nur verfusioniert. Die beste Gelegenheit, meiner Meinung nach, um an Fusionsstones zu kommen, ist halt einerseits farmen, ist ganz klar. Andererseits guckt halt, dass ihr, wenn ihr farmt, dass ihr halt auch guckt, dass ihr Schlüssel und sowas zurecht bekommt und dann einfach auch die Truhen öffnet, ja. Also in den Truhen findet man ja auch immer wieder viel Fusionsstones. Und natürlich hatte ich auch Zeiten, wo ich zu wenig Fusionsstones hatte. Im Augenblick habe ich 106, das ist schon mal ordentlich.
Aber das pendelt sich dann halt auch ein. Je mehr man fusioniert, desto weniger Fusionsstones hat man, ist klar. Je mehr man dann gute Rüstung hat und die eigentlich hochleveln muss, desto mehr Fusionsstones bekommt man halt wieder, ja. Und interessant wäre halt jetzt hier zum Beispiel auch gewesen, jetzt sind wir mittlerweile auch unter meinem Rüstungsmaximum, wäre zum Beispiel jetzt hier auch gewesen, wenn man sowas hochpowern will, dass man sich wirklich die ganz kleinen Rüstungen bastelt und die dann zu nicht fusionierbaren zusammenschließt, sodass man auch pro Leveling 200 bekommt. Ja, das ist natürlich schon mal eine Hausnummer. So. Luft. Ich meine, ich könnte auch andere Sachen reinhauen. Ich könnte auch hier nach Wasser gucken, zum Beispiel. Da schauen, was ich da verbraten möchte. Aber erstens mal sehe ich gerade, das sind sowieso nur die zwei Rüstungen, die da in Frage kommen, weil Drei-Sterne-Rüstung sind tabu. Oder halt die Fusionsboosts. Aber ich habe ja auch noch meine Wassererde, die Tricyclion, die ich halt auch irgendwann nochmal hochmachen möchte. Weil, ja, über die habe ich mich eigentlich auch sehr gefreut. Deswegen gehen wir wieder hier hin und machen jetzt das völlig Unmögliche und gehen mal hier auf die Fusionsboosts. 116.000, also da sind wir wieder bei dem Thema. Jetzt lohnt es sich dann auch langsam, dass es was tut pro Fusion und weiter Luft und Action. Action, habe ich gesagt. 120.000. Ich glaube, über 120.000 geht es dann, glaube ich, nicht mehr. 84. Das könnte klappen. Das wäre ja cool. Drei Epics auf Maximum. Wenn ich jetzt noch die Kommodo schaffen würde. Also würden tue ich das auf jeden Fall. Wenn ich halt auch noch die anderen Rüstungen reinhauen würde, die vom Element her nicht passen. Vor allen Dingen Wasser-Fusionsboost. Aber ist halt die Frage, ob man es möchte. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, auf welchem Level wir waren. Ach, egal. Ach, egal. Ich weiß noch am Anfang, wo die Epics wirklich sehr, sehr selten waren. 720. Jetzt lasst mich mal überlegen. 720, das sind ziemlich genau 5 Level und wir brauchen hier 5 Level. Haben aber hier schon. Gut, wir machen jetzt was anderes. Wir machen hiervon 2 und davon eine. Und den Rest gucken wir dann, wie wir das irgendwie hochpowern. Wird dann halt goldintensiver. Mal gucken. Nee, ich glaube, wir können noch eine ganze reinhauen. Ja, ist jetzt halt Gold. Ups, nur noch 2 Millionen. Die hier. Ich glaube, ich habe letztens gerade wieder was an die Gilde gespendet. Kann ich mir das aus. Ach, genau die 150, die in der Dings drinne sind und die gen haben genau auf die 99 gebracht. Finde ich faszinierend, weil es wird wirklich nur bis dahin angezeigt, wie viel man braucht. Das ist ja, das ist ziemlich cool. Das ist sogar verdammt cool. Okay, hatte ich auch noch nicht, dass es ziemlich genau gepasst hat. So, Na, wir haben noch 2.600.000. Die Aquatic Battle Gear. Ach, war nicht Triseklion, war Aquatic. Entschuldigung, Triseklion war eine andere. Ist die Aquatic eigentlich gut? Jetzt bin ich verwirrt. Wir gehen wieder mal auf den speziellen Bildschirm. Verdammt, die Triseklion war, glaube ich, die bessere von den beiden. Was war nochmal Triseklion? Ah, ich bin so verwirrt. Ich bin so verwirrt. Verdammt, bin ich verwirrt. So, es fährt hoch. Undead Ropes. Nein, die haben wir nicht. Habe ich mich da vielleicht vertatet? Triseklion war, glaube ich, sogar andere Elemente. Oder? Ja, der Gold Chromatic Mantle wäre natürlich eine interessante Sache. Den sollten sie meiner Meinung nach wirklich auch anbieten als Fusion, dass die Leute mit ihren alten Chromatic
einfach eine Möglichkeit haben, aber dass man halt auch wirklich Chromatik mit in der Fusion haben müsste, ja. Das fände ich jetzt persönlich eigentlich ganz gut. Odin's Call wollte ich ja haben, kriege ich nicht. Ich glaube, Triseklion war eine Luftfeuer. Apokalypse, Triseklion, Worgia, genau, Luftfeuer. Genau, das war eine andere. Die kann man aber auch fusionieren. Die kann man auch fusionieren. Aber die wollten wir ja nicht. Nein, dann war die Aquatic Battle Gear war schon das, was ich haben wollte. Genau. Gerade mal die Werte, also sind bei 3594, 3594 in der Nicht-Plus-Version. Das ist ordentlich. Aber die Commodore, stand hier oben drüber und da unten drunter. Commodore dachte ich eigentlich wäre drunter. Nö. Ich muss die ganzen Dinger mal auswendig lernen. Kann ich die dann irgendwann mal runterbeten? Ja, tut mir leid, dass das jetzt so lange dauert, dieses gesamte Suchen hier. Die Cloud Range, die habe ich doch auch schon mal verfusioniert. Da hatte ich doch auch schon das Problem, dass die. Oh Mann, warum ist denn diese Internetseite heute so lahm? Hier läuft bestimmt wieder irgendeine Werbung hinten dran. Meine Fresse. Ja, da kam gerade auch die Werbung. Naja, ist jetzt egal. Also die Commodore ist jetzt das, was ich hochmachen werde. Die Werte guckt ihr euch bitte selber nach. Habe ich hier? Nee, hier habe ich kein Dings. So, jetzt auch die andere Seite wieder zu. So, die Armor of Commodore. Da hatte ich schon mal ein bisschen drauf gesetzt, damit ich sie nicht einfach aus Versehen irgendwie bei den Einsern mit verfusioniere. Ja, hier haben wir ja nur die Möglichkeit, Erde reinzumachen. Die werden wir jetzt nicht auf Maximum bekommen. Da bin ich völlig illusionsbefreit. So, das hier und dann wären wir eigentlich schon wieder bei denen. Das tut mir eigentlich leid, das so früh einzusetzen. Ich glaube, wir sind schon gerade wieder fertig, weil das werde ich jetzt nicht machen. Das wäre Spatzen vor die Hunde geworfen. Nee. Wie nennt sich's? Gibt auch irgendein Sprichwort, Perlen vor die Säue geworfen, genau, weil es einfach zu früh wäre, das damit dann zu powern. Dann guckt man doch lieber hier mal nach, was wir hier wassertechnisch haben. Ich will, ja, Luft könnten wir noch irgendwie, aber haben wir denn irgendwas mit Luft? Eine Luftepik? Nö, haben wir nicht. Dann ist Pech. Dann ist Pech. Ja, dann endet die Folge doch schon sehr viel früher als gedacht. Hahaha. Also wir haben jetzt auch wieder eine ganze Zeit lang aufgenommen. Das Ganze wird jetzt rendern ohne Ende. Die andere Folge habe ich auch noch nicht gerendert, ehrlich gesagt. Was wir jetzt haben, ist wieder schön viel Platz. Was wiederum bedeutet, dass wir jetzt auch schön unsere Dingens anwerfen können. Und hier halt. Die sind ziemlich genau gedreht von den Dingens hier so. Also hier ist doch tatsächlich, würde ich sagen, 20 minus, sie ist 16 Punkte besser. Ganze 16 Punkte. Krass. Wow, ist die gut. Nein, also, wow, ist die gut. Völlig übertrieben natürlich, aber die ist schon nett. Vor allen Dingen, weil wir hier einen fast 2000er Wert auf Verteidigung haben. Gut, hier haben wir fast 2000er Wert auf Angriff, aber dagegen sehen die älteren Epics natürlich, also gerade auch hier, das ist schon eine Hausnummer größer, ja. Verdammt, ist das viel größer. Naja, muss mal durch. Die beiden sind zum Beispiel so auf einer Ebene, auch wenn die Werte praktisch zwischen Angriff und Verteidigung grob vertauscht sind. Hier haben wir praktisch auch eine, die auch bei 1200, fast 1000, 3200, 3300 fast ist. Das ist ja eigentlich dann auch. Ah, nein, 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 wollen wir nicht. Ich wollte nur bewegen. Blöde Maus. Ja, die ist dann hier zum Beispiel mit der Sandstorm, ist sie dann wieder mehr oder weniger auf einem Level, die auch bei 3300 ist, also ein bisschen über 3300 ist.
Ganz schön Stück sogar. Ja, die Commodore wird auf jeden Fall auch gut. Die Centurion Aegis wird auch schön werden. Ja, haben wir noch 3 Epics zu leveln. Vor allen Dingen brauchen wir halt noch viel Erde, viel Wasser. Das werden wir dann hier demnächst mal in Angriff nehmen. Jetzt erstmal überlegen. Fusionieren werde ich jetzt wahrscheinlich demnächst erstmal keine Folge mehr machen, bis das ganze Zeug hier gecraftet ist. Aber wir wollten ja noch weiter, oder ich will dann auch noch ohne euch natürlich weiter aufbauen. Da wäre es sinnvoll, wenn ich hier hinten erstmal die ganzen Sachen zum Besten gebe. Gut, Luft mache ich halt immer sehr gerne, aber die werde ich jetzt mal außen vor lassen. Werde das hier machen. Ich müsste ja noch sowas um die 100 Fusionssteine haben. Da könnte ich theoretisch, das war das, was ich vorhin angedeutet habe, könnte ich zum Beispiel Erde und Feuer machen, dass ich davon ganz viele herstelle und habe dann praktisch die Möglichkeit, die zu verfusionieren. Dann kommt eine nicht herstellbare raus. Oder für Wasser ist es, glaube ich, Wasser und Mystik. Und da kommt auch eine nicht herstellbare raus. Und da kann man dann halt schön die Armors mit leveln. Aber jetzt erstmal hier die Sachen. So. Und vor allen Dingen die Cyrus Armor. Mit der Erde-Element wird es uns gut unterstützen bei der Komodo. So, ich hoffe, es hat euch diese Aufnahme gefallen. Ich hoffe, die Aufnahme läuft noch. Ja, ich bin eben gerade einfach mal auf einem anderen Bildschirm geschickt worden. Also anderes Fenster poppte auf. Gut, ja, schreibt in die Comments, wenn ihr irgendwelche Anregungen, Fragen, Wünsche habt. Wenn ihr einfach nur sagen wollt, Mensch, hast du ein Glück? Oder wenn ihr sagen wollt, Mensch, bist du ein Idiot, weil du hättest das oder das besser machen können. Gut, Idiot finde ich jetzt nicht so nett, das sage ich bitte nur selber über mich, aber ihr wisst, was ich meine. Also ich bin über Tipps, bin ich froh. Ich bin auch froh, wenn ihr mir zeigt, dass ihr ein bisschen eifersüchtig drauf seid, dass ich so viel Glück hatte mit meinen Epics. Nochmal die Sache, ich möchte nicht mit meinen Epics angeben. Ich weiß, dass es viele andere Spieler in diesem Spiel gibt, die wesentlich besser ausgerüstet sind und vor allen Dingen auch mehr aus ihren Charakteren machen. Für mich ist das Ganze halt immer noch ein Spaßgame und kein, ich will mich nach oben arbeiten, nach oben schlafen oder wie auch immer. Natürlich gebe ich Geld für das Spiel aus, aber ich glaube, auch das hält sich bei mir eher in Grenzen. Ja, das war es jetzt soweit eigentlich dazu. Wünsche denen, die noch nicht so viele Epics haben, viel Spaß und viel Glück, dass ihr das schafft. Wünsche denen, die mehr Epics haben und bessere Epics haben, dass sie dran verrecken. Ich meine, dass sie auch Spaß und am Spiel haben und so. Ja, gut, also. Tschüss, bis dann, euer Eid.